Heute zeige ich euch, wie wir beim Prewa Duschventil die Düsen bestimmen. Und zwar, das ist ganz einfach. Ich möchte bis zu 70% Wasser sparen. Das sind mehrere Komponenten. Einmal brauche ich die richtige Düsengröße. Zweitens muss ich wissen, wie viel Druck ich habe. Und drittens, wie messe ich den Druck und wie analysiere ich das? Also, erstmal kann ich von den unterschiedlichen Düsen auswählen. Im Grunde genommen habe ich verschiedene Bohrungen und durch diese verschiedenen Bohrungen, große Bohrung geht viel Wasser durch, kleine Bohrung geht wenig Wasser durch. Und dadurch weiß ich dann, wie viel Wasser geht da durch. Das kann ich unter anderem am Diagramm sehen. Da sehe ich, wie ich zum Beispiel die verschiedenen Drucke habe und wie viel Wasser ich bei welchem Druck verbrauche. Das könnt ihr bei uns auf der Seite ganz genau ersehen. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Druck ich habe. Und das zeige ich euch beim nächsten Video.